Herzlich willkommen bei Ossis Etsy Planet. Heute mit unserem HPI Buyer und zwei neuen Servos. Eigentlich brauchen wir nur einen, aber da bei meinem FG auch der Servo kaputt ist, das heißt kaputt ist, ausgeschlagen ist, habe ich mir zwei geholt. Ne? Und bei dem ist leider auch der Servo kaputt. Und zwar liegt das daran, dass der irgendwie ja noch in eine Richtung sich benutzen lässt. Ne? Ich kann es gerne mal zeigen für euch. Also müssen wir die Hütte hier anschalten. Ne? Zum Glück ist der Empfänger heile geblieben hier bei unserer schönen Funke, hätte ich gerade gesagt, bei unserem Auto. Ne? So, ist auch ein bisschen blöd gemacht mit dem Anknopf. So. Ne? Wenn wir jetzt aber mal den Gasservo ansteuern, da seht ihr das. Der geht nur noch in eine Richtung. Ich habe das schon mal ausprobiert mit dem anderen. Ne? Also so geht er gar nicht. Ne? Und das ist halt, sag ich mal, heute ein bisschen Programm, was wir machen wollen. Ne? Genau. Die habe ich neu gekauft aus dem Internet. Nichts Tolles, Standard-Servo, Analog-Servo, ne? Klar. Auf jeden Fall besser als der. Keine Ahnung, der ging von auf ein auf dem anderen Mal, funktioniert das nicht mehr. Gut, dachte ich mir aus, dann bestellst du halt zwei. Hat jetzt auch nicht viel gekostet. Ich glaube knapp irgendwas mit 15 Euro bezahlt. Porto und Versand kann man, denke ich mal, sich erlauben. Ne? Aber wie gesagt, auch so ein Servo ist wichtig. Was, wenn das Gaslenk-Servo nicht geht. Ne? Ja. Ist eigentlich schön verarbeitet eigentlich alles. Ne? Hier ist natürlich total aus Kunststoff das Ding. Ne? NC 410, weiß ich nicht, ob das ein guter ist oder schlechter ist. Gibt es natürlich 1000 bessere, ganz klar. Ne? Aber ich denke, das kann man mal ruhig umsetzen in die Tat. Des Weiteren haben wir hier dann auch noch gleich einen neuen Servoarm. Ne? Ja, das wird, denke ich mal, Programm sein. Das heißt, wir müssen wieder hier die Bügel hochklappen. Dann müssen wir hier an die Empfängerbox ran. Müssen wir das hier abschrauben alles, ne? Die ganze Prozedur, damit unser HPI wieder Gas geben kann. So, jetzt haben wir schon mal die ganzen Splinter rausgenommen. Jetzt können wir das mal ein bisschen hier zur Seite schieben, dass wir da ein bisschen vernünftig rankommen. Brauchen ja nicht viel Platz, sondern bauen das erstmal hier den Servoarm ab. Weil ich jetzt keine Lust habe, den ganzen Käfig wieder abzuschrauben, ne? Ich hoffe mal, dass wir so gehen, dass wir das so hinkriegen. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht, was da los ist auf dem Servo, weil der ging wirklich von einem auf den anderen Tag, ging der halt nicht mehr. Ne? Da müssen wir halt mal schauen, was der Phase ist. Ich denke mal, das wird da sein, dass wir den Servo auf volle Leistung gebracht haben. Ne? Schon, weil der dreht wirklich bis zum Maximal und dann ja, das kann man aber irgendwie an der Funke einstellen, dass die Servos nur so und so viel Grad geben und selber von an selber abschalten und nicht wollen und dann nicht mehr weiter können. Ne? Das ist, kann man in der Fernbedienung ganz gut einstellen. Muss ich ja mal gucken, wie wir das am besten machen. Ne? Bin ich ehrlich, habe ich früher nie wirklich drauf geachtet. Hauptsache, ja, das Ding ist, wenn der Servo gestoppt wird durch mechanische Geschichte und er trotzdem noch weiter drehen möchte, ja, dann ist klar, dann geht das Getriebe irgendwann kaputt. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das bei dem hier so ist. Bin ich ehrlich, ja. Ne? Aber wir werden es bei dem neuen Servo besser machen. Ganz klar. Aus Fehlern lernt man und ja, noch aus keinem Meister vom Himmel gefallen. Ne? Ist auch immer wichtig, dass man wirklich weiß, dass man die Schrauben irgendwo hinlegt. Ja, ich habe so oft die Schraube auf den Tisch gelegt, auf die Werkbank gelegt, ey. Dann fällt das runter, dann wischst du da irgendwie mit dem Ellbogen drüber und dann fällt das alles runter. Und dann ist das halt, ja, ist scheiße, macht dann keinen Spaß, ne? Und ständig, dann musst du neue Schrauben suchen, dann hat man die nicht, dann muss man die selber kürzen und ach, das ist alles so sinnlose Zeitverschwendung in meinen Augen, ne? Muss man halt immer gucken, geht nicht, gibt's nicht, sag ich mir immer mal, ne? Schade, dass wir hier nicht weiter rumkommen. Nee. Das heißt, wir müssen ganz behutsam so abschrauben, dass die Schraube das Innengewinde, die im Sechskant nicht verkriegst, knallt. Ne? Ja, aber ich denke, das sieht alles gut aus.
Da ist auch schon mal eine schöne Servo. Ist ein sehr hochwertiger Servo, muss ich sagen. Kein Billigprodukt gewesen, Leute. Ja, schade. Ist aber ein schöner Digital-Servo. Ja, schade. Ein hochwertiger Servo auf jeden Fall. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das. Ja. Tja, so wird man eines Besseren belehrt, ne? Ist halt schade, dass der sich nicht mehr, der nicht mehr funktioniert so richtig, ne? Ja. Klicken wir den hier rauf und testen wir nochmal. Das ist doch schon mal super, dass das funktioniert. So, den Servo haben wir jetzt schon mal eingesetzt. Jetzt schrauben wir nur noch fest. Ne? Ja, ist schon gut. Bei dem FG muss ich natürlich auch noch den Servo reinmachen. Kann ich überhaupt irgendwie eigentlich noch lassen oder nicht? Also er geht noch, aber das Getriebe ist halt ausgeschlagen. Und das kann halt dazu führen, dass er irgendwann bei der Fahrt, sag ich mal, dann nicht mehr, ja, nicht mehr reagiert. Ne? Und er bringt auch kein Failsafe, was, wenn der Servo Schrott ist, ist der Servo Schrott, Leute. Bin ein bisschen traurig, weil das eigentlich echt ein cooler Servo war. Ne? Aber es kommt halt, wenn er selber so gespannt wird, bis nichts mehr geht. Ne? Ja, bis zum gewissen Punkt können die halt drehen. Aber muss mal gucken, vielleicht schraube ich den mir irgendwann mal auf und guck mal nach, was der Phase ist. So. Habe ich zwar keinen Plan von wirklich, ne? Aber ist okay, kann man machen. Nachdem wir jetzt den Servo eingebaut haben, ne? Machen wir uns hier an das Gastgestänge ran, an den Servoarm. Den habe ich jetzt erstmal auf 0 getrimmt, also auf 50%. Ne? Das ist dann die Nullstellung. Und da werden wir jetzt erstmal schön die Schraube wieder reinmachen, dass das auch alles hält. Und dann können wir im nächsten Schritt anfangen, mit der Fernbedienung zu arbeiten, wie weit er vorwärts ausschlägt und rückwärts ausschlägt. Ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil beim anderen Servo hat man das natürlich nicht gemacht. Das müsst ihr euch so vorstellen, als wenn man quasi, man hält den Servo fest und würde jetzt Gas geben, dann arbeitet der, muss er ja richtig arbeiten. Und das passiert halt, wenn das Gestänge den Servo irgendwann, das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Grad zu bewegen, wenn dieser Punkt erreicht ist, aber der Servo selber sagt, okay, ich möchte noch weiter, noch weiter, noch weiter, dann arbeitet er gegen das Gestänge. Und das ist halt ganz wichtig, dass man wirklich sagt, okay, ich stelle den Servo so ein, dass er jetzt, sage ich mal, so nach vorne geht ein bisschen, aber selber sagt, okay, bis hier und noch nicht weiter, den Endpoint sozusagen von sich aus einstellt, als wenn man das so macht. Ne? Dann hält der Servo auch länger. Wie gesagt, bin ich ehrlich, habe ich mich früher einen Teufel drum gekümmert, war mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt, gewesen. Ja, bis dann halt mal so ein schöner Servo kaputt ist, bin ich echt ein bisschen traurig. Schöner, guter Asima-Servo war das. Aber gut, so ist das halt, ne? Aus Fehlern lernt man. Nachdem wir das jetzt eingestellt haben, gucken wir mal hier an der Fernbedienung, ne? Wie weit wir das machen. Wir haben hier, ne, das sind halt die Endpunkte. Sprich, wenn ich jetzt Gas gebe am Servo, seht ihr das? Der geht so weit, das ist schon zu weit. Ne? Jetzt drehe ich hier ein bisschen an der Schraube hier, wie gesagt, an den Einstellpunkt. Und seht ihr, der Servo geht nach vorne. Ne? Und das ist halt immer ganz wichtig, da müssen wir gleich mal gucken auf der anderen Seite, wie weit der Vergaser, sag ich mal, aufgeht. Ne? Und das gleiche haben wir halt auch mit rückwärts, mit der Bremse. Ne? Die muss so eingestellt sein, dass das Gestänge nicht irgendwann sagt, okay, stopp, sondern dass der Servo sagt, okay, bis hier noch nicht weiter. Und das ist eigentlich der ganze Trick an der ganzen Sache, ein Servo richtig anzustellen. Ja, hätte ich mal früher machen sollen, lange Rede, kurzer Sinn, müssen wir halt einstellen. Das kann man, sag ich mal, zu 100% jetzt hier nicht auf der Werkbank machen, sondern man müsste das eigentlich auch draußen machen beim Fahren. Ne? Ich kann hier nur ein bisschen so einstellen, dass ich weiß, okay, er bremst oder er bremst nicht. Ne? Und so, wenn ich ihn schiebe, das geht schon recht schwer. Und dann kann ich halt hier weiter gucken, gehe nicht noch ein bisschen entspannter rangehen. Oder, ne? Das heißt, wir haben eine Bremsleistung auf 72%. Ne? Nachdem wir die Bremseinstellung, sag ich mal, so grob eingestellt haben, kommen wir jetzt mal hier zum Gas. Ne? Hier haben wir wieder die Points. Ich gehe nochmal auf zurück, zack. Ne? Ich sehe ganz genau, Channel 2 ist unser Kanal. Wenn ich jetzt bremse, 65% Servoprozent, ne? Und wenn ich Gas gebe, 103. So, wichtig ist auch hier wieder, wenn wir Vollgas geben, ne, wie weit wir runterkommen.
ich kann das hier mal anklicken. Zack. So. Dann haben wir hier Endpoints, Vorwärtspoint. Ne? Sprich, wir bremsen. Das ist das. Und das Rote ist vorwärts. Da sind wir jetzt bei 100%. Seht ihr das? So. Und da kann ich anhand gucken, wie weit ich. Ich mache den jetzt mal ein bisschen weniger. Gebe jetzt nochmal Vollgas. Dann sehen wir. Da tut sich gar nichts. Ne? Dann fahren wir mal wieder ein bisschen höher hier. Ich mache den jetzt mal auf 100%. 102. Da haben wir schon ein bisschen. Ich gehe jetzt mal auf voll. Dann sind wir auch schon sehr weit vorne. Mehr kann die Fernbedienung so nicht rausgeben. Ja, ich sag mal, diese Einstellung sollte man eigentlich machen, wenn man mit dem Auto fährt. Ne? Weil hier auf der Werkbank bringt das nicht wirklich viel. Wir können nur ein bisschen erahnen. Ne? Wenn ich weiß, dass der Vergaser komplett noch viel weiter runter geht hier, ne? Wenn ich den bis unten drücken kann, bis hier, seht ihr das? Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Ne? Und das muss man auf dem Platz einstellen. So die grobe Einstellung halt. Ne? Oder man muss, wenn das nichts mehr geht, hier die Feinjustierung macht man immer an der Funke. Und die Grobeinstellung, sag ich mal, macht man entweder am Gestänge. Ne? So Leute. Das war es eigentlich auch schon davon. Also mehr ist das nichts. Ne? Und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr eure Servos ein bisschen länger behalten wollt, stellt die Kacke ein. Ne? Die Endpoints und die Vorwärtspoint, wie weit das geht. Ja, ne? Das gleiche müssen wir beim FG auch noch mal machen. Den Servus zusammenbauen. Ne? Hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal gut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel. Ansonsten reingehauen. Bis dann erstmal, euer Ossi von Ossi ZZP. Ciao.